Ich glaube, das war das unfreundlichste Geschäft, die unfreundlichsten Menschen seit ewiger Zeit, die mir in diesem Geschäft begegnet sind. Ich habe gedacht, spinnt der total. So hätte ich früher gedacht. Heute denke ich nicht mehr so. Ich war in einem Geschäft und habe mich gewundert, wie unfreundlich das man nur sein kann. Ja, es war Montag. Aber ist das ein Grund, unfreundlich zu sein? Ich freue mich immer auf Montag, wenn ich wieder losstarten darf. Wie ist das bei dir? In diesem einen Geschäft war es ziemlich, trocken, spröde, kalt, sachlich. Ja, und früher hätte ich mich darüber, glaube ich, oder ich hätte mir darüber vielleicht Gedanken gemacht, was bedeutet das jetzt für mich oder warum ist der so unfreundlich zu mir? Strahle ich das aus, wenn alles der Spiegel ist oder bin ich sein Spiegelbild oder umgekehrt? Heute mache ich das viel leichter, viel angenehmer und jetzt genial. Stell dir vor, am nächsten Tag hatte ich wieder etwas zu tun in diesem Geschäft und komme rein in dieses Geschäft und die Menschen sind wie ausgewechselt. Also die gleichen Menschen, total freundlich, total happy, total zuvorkommend. Ja, einfach ein Traum. Was ist da passiert? Und jetzt kommt die Kernaussage von diesem Thema. Wenn dir jemand unfreundlich gegenübertritt oder wenn dich vielleicht sogar jemand provoziert oder dich vielleicht nervt, dann ist die wichtigste Frage, wie reagierst du? Wie reagierst du? In meinem Fall war es so, am ersten Tag, wo ich in diesem Geschäft war, da habe ich überhaupt nicht reagiert. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe nicht analysiert. Ich habe mir einfach gedacht, okay, die sind schlecht drauf, ich bin es nicht. Weiter geht's. Lass einfach weiterfließen. Follow your flow, könnte man sagen. Und am nächsten Tag wie ausgewechselt. Also hätte ich mir jetzt Gedanken gemacht, hätte ich das alles jetzt interpretiert oder analysiert, dann hätte ich erstens mal selber einen total versauten Tag gehabt und zweitens am nächsten Tag, wenn ich wieder in dieses Geschäft gegangen bin, hätte ich mir vielleicht vorher schon gedacht, ah, das sind ja Unsympathler, die kannst vergessen, da gehe ich gar nicht mehr hin, warum sind die so? Ich habe mir nichts von all dem gedacht. Ich habe nicht interpretiert. Ich habe nicht analysiert. Ich habe es nicht auf mich bezogen. Ich habe nur auf eines geachtet. Was macht das, wenn jemand so unfreundlich ist, so unsympathisch, könnte man sagen, mir gegenüber? Dann frage ich mich nur mehr, was macht es mit mir? Zündet es mich an? Werde ich dann selber aktiv in Gedanken zum Beispiel und mache mir 170.000 Gedanken darüber oder lasse ich es einfach sein und lasse es einfach weiter fließen und gehe nicht drauf ein und bin einfach bei mir selber und mache einfach weiter und wie man sieht, auf einmal ändern sich die Dinge. Follow your flow. Auch wenn die Leute um dich spinnen oder verrückt sind oder nicht wissen, wie sie vielleicht mit dir umgehen könnten oder freundlich sein könnten. Scheißegal. Wurscht. Komplett egal. Bleib in deiner Kraft und frag dich immer, wenn dir sowas passiert, was macht es mit mir? Und beobachte dich. Bleib in deiner Kraft. Verurteile nicht, bewerte nicht, analysiere nicht. Lass einfach fließen. Und genau das wünsche ich dir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pfiati!